Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV Plus. Ich rede mit euch da draußen, teile meine Meinung über dieses Fahrzeug und quatsche einfach ein bisschen drauf los. Ne? Wie das halt so ist, wer sich nur für die Videokaufberatung zu diesem Fahrzeug interessiert, ist hier erstmal falsch. Der sollte einmal unten in den Videobeschreibungstext gucken, da ist die Videokaufberatung verlinkt. Die gibt es auf meinem Hauptkanal. Hier erzähle ich nur ein bisschen weiter. Ich bewerte das Auto auch und erkläre meine Bewertung hier. Ja, also es gibt ein ordentliches Format, Ausfahrt TV, und es gibt ein unordentliches, das ist das hier, müsst ihr halt gucken. Ja, was wollte ich sagen? Also, ich habe hier den Kia Ceed GT, 2019er, so ein bisschen schade, weil das neue Infotainment-System ist noch nicht drin. Kia bietet ja jetzt auch für den Ceed dieses 10,25 Zoll Display an, was sie mit dem X-Ceed neu eingeführt haben. Meine hat aber noch das 8,8 Zoll Display. Mäh. Aber heute ist ja nicht hin, ne? Also können wir immer noch machen. GT steht für die Performance-Version. Und ich bin ja auch den Proceed damals als GT gefahren. Ja, ich weiß nicht, was hier heute am Bilsterwerk los ist. Gefühlt sind die noch lauter als sonst. Aber man weiß es nicht. Ja gut, also ich bin den Proceed damals ja auch als GT gefahren und war sehr angenehm überrascht. Und der eine oder andere schrieb dann, ja, würde ich sofort kaufen, wenn der Motor vom i30 da drin wäre. Weil mehr Leistung. Und ich bin jetzt halt 2 Wochen den GT hier mit seinen popeligen 204 PS gefahren. Popelig. Und halte mal für mich fest, nicht für euch da draußen, weil ich weiß, ihr seid ganz anders gestrickt und konditioniert. Aber für mich würden diese 204 PS durchaus ausreichen. Ja, der hat als Handschalter nur eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h. Und da sagt Fatih ja normalerweise immer so, ja, Auto, was nicht 250 fährt, komm hier nicht ins Haus, ne? Komm hier nicht auf den Hof. Aber ich hatte, glaube ich, auch gar keine Gelegenheit, mit dem mal schneller als 200 zu fahren. Doch 210 bin ich, glaube ich, mal gefahren. Ja. Und was mich bei dem Auto wirklich fasziniert, der Beschleunigungswert selber gelesen, 7,6 Sekunden, glaube ich, oder 7,8, ist auch egal. Jedenfalls vom Lesen her überhaupt nicht beeindruckend. Wenn du aber schaltest und das Gaspedal voll durchdrückst, dann gibt es einen richtigen Schub. Und das reicht mir doch. Ne? Das reicht mir doch. Ein bisschen sportlicher Sound, wobei mir das schon wieder im Normalprogramm zu sportlich ist. Aber dann kickt es dich halt so ein bisschen weg. Ne? Und das ist irgendwie ganz nett. Ja, eine andere Sache, die man vielleicht noch mal kurz thematisieren kann. Dieses Fahrzeug, so wie es hier steht, keine 32.000 Euro. Ich habe mir eben, darum ist das Licht auch schon verschwunden, nur deswegen, ne? Ich habe mir eben noch mal die Mühe gemacht und habe den Polo GTI durchkonfiguriert, damit er von der Konfiguration so halbwegs so ist wie dieses Auto hier. Da komme ich über 32.000, nicht viel. Bin ich ehrlich, der kostet ein bisschen unter 32, der Polo GT vergleichbare Ausstattung etwas über 32.000 Euro. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ne? Aber beim Polo GTI, da erhält sich der Wert besser. Und ich würde jetzt sagen, ja, das mag sein. Aber hier hast du halt eine Fahrzeugklasse größer, ne? Polo Kleinwagen der Kompaktklasse. Und nur mal, dass man so sieht, wo sind denn unsere deutschen Hersteller, die keinen Premium-Anspruch haben, wie VW zum Beispiel. Ja, preiswert ist dann doch anders, ne? Aber gut, jeder so wie er will und wie er muss. Ich wollte es nur mal in Relation setzen. 32.000 Euro für dieses Auto hätte mich früher als als Heranwachsender, wäre das für mich wahrscheinlich ein Traumauto gewesen. Wir kannten ja nur Kadett GSI oder Golf GTI, was anderes gab es ja damals nicht bei uns, so direkt nach dem Krieg. Und selbst die Autos haben wir uns aus Holz geschnitzt und mit Kohle angemalt. Ne? Nein, ganz so schlimm war es nicht. Aber ich denke, gerade für die junge Fraktion, die Bock hat auf ein etwas sportliches Auto, was noch bezahlbar ist, das ist ja gar nicht so verkehrt hier. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Also ich bin am Bilsterberg, das ist ja klar. Es ist gerade der 3. Oktober und es ist 18.36 Uhr und es ist fast dunkel, ne? Das kann ich nicht mehr machen. Ich kann hier nicht mehr so spät herfahren. Das war's jetzt, ne? Tschüss Sommer.
Hallo Herbst, hallo Winter. Nicht schön, finde ich nicht so gut. Ich sehe nämlich das Bild auch gar nicht. Ich müsste jetzt einmal, das muss ich einfach mal machen. Ich muss mal sehen, wie hell ich überhaupt noch bin vom Bild jetzt. Ja, geht schon noch, oder? Naja, toll ist nicht. Aber das Auto ist weiß, kann man also noch gut erkennen. Ich fange jetzt einfach mal an, hier hör auf zu labern und komm zum Punkt. Also ich habe dieses Fahrzeug, Entschuldigung, noch immer noch ein bisschen krank, aber nicht mehr schlimm, nein, alles gut. Also ich habe dieses Fahrzeug für euch bewertet und diese Bewertung hole ich mir jetzt hier mal auf mein Smartphone-Screen, von dem ich mich auch so ein bisschen anschalten lasse, ne? Gut, erfüllt das Fahrzeug seinen Anwendungszweck als kompakte Familienkutsche, fände ich jetzt so ein bisschen, passt für mich nicht ganz, aber Sportwagen passt halt auch nicht so, kompakte sportliche Familienkutsche, egal wie man es nimmt, ich würde dem Fahrzeug 4 Punkte geben. Also der erfüllt nichts hundertprozentig, aber vieles so 4-punkte-mäßig halt. Ein paar Sachen vielleicht sogar noch 3-punkte-mäßig, aber für einen kompakten mit so einem sportlichen Touch, mit dem man auch mal seine Familie mitnehmen kann, ist das auf jeden Fall eine feine Sache. Ja, Kofferraum fast 400 Liter, aber nicht ganz. Ja, aber ganz im Ernst, wenn ich mehr als ein Kind habe, ne? Also wenn ich nur ein Kind habe, dann reicht mir der. Und wenn ich 2 Kinder habe, kaufe ich einen Kombi. Oder in dem Fall jetzt den Pro-Seat. Also ich würde das machen. Aussehen? Ja, Kinder, ich weiß es nicht. Ich meine, letztendlich ist ein Kompakter wie aus dem Buche kommt. Ne? Kompakt, 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 kompakt. Tag verlicht hier mit diesem Eiskübeldesign. Ne? Nein, mit diesem Eiswürfeldesign finde ich ganz lustig. Die roten Elemente. Ja, ist auch alles ein bisschen ausgelutscht, ne? Dieses Rot, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber es steht im Auto. Also in Weiß finde ich das auch gut. Da muss ich auch nochmal sagen, Pro-Seat, den hatte ich ja in Blau. Den Pro-Seat GT, der hat ja auch diese roten Elemente. Und der war blau. Und dann hast du halt zu viele Farben. Finde ich, in Weiß kann man das wirklich machen. Ich bin neulich den Pro-Seat GT ja auch mal auf so einem Roadtrip durch, als ich den Werksbesuch gemacht habe in Celina. Da waren wir mit einem weißen Pro-Seat GT unterwegs und das finde ich, weiß kannst du echt machen bei dem Auto. Sieht wirklich gut aus, finde ich zumindest. Schwarz bestimmt auch nochmal, würde ich mir auch ganz gerne mal angucken, aber weiß passt, na egal. Wo bin ich denn? Aussehen. Ja, ich sag mal so zwischen 3 und 4 Punkten gefällt er mir, ne? Ich gebe heute mal 4 großzügig, weil weiß von der Farbe passte. In was anderem hätte ich vielleicht nur 3 gegeben. Man weiß es nicht. Fahreigenschaften 4 Punkte. Ich finde, es ist eine sehr schöne Mischung zwischen ich fahre den sportlich und ich fahre den nicht so sportlich. Also ich mache Strecke. Wobei ich bin den längste Strecke, die ich gefahren bin, war Frankfurt-Bielefeld, 3 Stunden. Und das war zu einer Zeit, wo wirklich frei war. Das war interessant. Es war irgendwie vor nachmittags. Also nachmittags. Oh oh. Fängt an zu regnen. Ja. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Abbruch. Abbruch. Kamera wird nass. Oder? Ja, super. Ist auch toll. Ich hatte mal einen Schirm hier. Aber es ist gar nicht so schlimm. Ich mache das, ziehe das jetzt durch. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, wenn diese Wolken durch sind, wird es auch nochmal so ein Hauch von hell. Vielleicht kann ich das noch ausnutzen. Wo war ich denn? Fahreigenschaften. Nein, der fährt sich einfach gut. Der macht Spaß. Also du kannst mit dem Strecke machen. Das macht der hervorragend. Du kannst mit dem auch deine wilden 5 Minuten auf der Landstraße haben. Macht der auch gut. Und es passt alles zusammen. Also gerade das Fahrwerk, finde ich, ist eine sehr schöne Varianz zwischen so einem sportlichen Fahrwerk, was aber nicht so bretthart ist. Also ich mag den. Und klar, damit fährst du jetzt nicht auf die Rennstrecke, gehst ans Limit, aber auf der Landstraße ein bisschen sportlich fahren ist auf jeden Fall okay. Ich ignoriere das jetzt, dass es regnet, glaube ich.
erstmal 5 Minuten. Beschleunigung, Durchzug für 204 PS gelesen, abgelesen 204 PS, schockt erstmal nicht so. Wenn du den fährst und schaltest und Gas gibst, finde ich, macht der richtig Spaß. Von daher 4 Punkte dafür, für Beschleunigung und Durchzug, der macht schon. Ne? Also du hast so richtig das Gefühl, es gibt nochmal so einen Kick vom Turbo halt. Und das finde ich schon lustig, angenehm und spaßig. Und also geradeaus auf der Autobahn jetzt, ich meine, das ist so lächerlich, aber du fährst halt, ist nicht lächerlich, wir sind ja unter uns, ne? Nein, du fährst halt so, ich sag mal 130, ne? Und dann ist auf. Und dann schaltest du einmal zurück, setzt einen Fuß aufs Gas und merkst so richtig, wie das Auto nach vorne schießt. Und dann, das reicht mir schon. Also mir persönlich reicht das, also diese ein paar Momente, die man dann hat, weil mehr kannst du ja eh kaum noch machen. Und ganz im Ernst, wenn du auf die Rennstrecke willst, ist das nicht das richtige Auto für dich. Aber da fragt man sich ja heute eh, was dann noch das richtige Auto ist. Also Beschleunigung, Durchzug 4 Punkte, Ausstattung 4 Punkte, ist alles dabei, was ich so bräuchte. Ich finde es schön hier diese Alcantara Sitzausstattung. Ich muss jetzt noch mal gucken. Ja, doch, aber die mittelbaren Alcantara mit der Sitzheizung, ich bin zufrieden. Ne? Sitzt sportlich, sitzt gut drin, wird heiß. Das ist für Fatih das Schönste. Und das Radio funktioniert auch, Navigation funktioniert. Alles, was man so braucht, ist drin. Abgesehen vom adaptiven Tempomaten, den ich schmerzlich vermisst habe auf den längeren Strecken. Aber sonst, das ist, passt schon. Also ist natürlich so ein bisschen reduziert. Man könnte hier wahrscheinlich auch 3 nehmen. Aber gebe ich jetzt 4, vielleicht sollte ich da doch nochmal irgendwo einen abziehen, ne? Bei der Ausstattung. Aber 4 finde ich, das ist schon 4, ne? 2-Zonen-Klimaanlage, Lenkradheizung, Assistenzsysteme hier und da, elektrischer Fahrersitz. Manueller Beifahrersitz. Rückhörkamera. Leseleuchten. Was braucht man denn noch mehr? Sitzbelüftung, Sitzmassage. Aber das ist ja hier auch kein Oberklassen-Luxus-Ding. Ne? Passt schon, 4 Punkte, komm. Nochmal kurz nachgedacht. Ausstattung, 4 Punkte. Kofferraum, 400 Liter. Vom Zugriff jetzt dieser 400 Liter, finde ich, ist das auch nochmal in Ordnung. Ich gucke vorsichtshalber nochmal rein. Doch, kann man schön beladen. Natürlich ist hier so eine halbe Mogelpackung, weil unter dem Ladeboden das Zeug, das kannst du ja gar nicht nutzen so richtig. Ne? Und es zählt aber trotzdem in diese 400 Liter rein. Aber ich finde, das ist alles auch noch in Ordnung. 400 Liter für einen Kompakten ist schon in Ordnung. Also für einen Hatchback 5-Türer. Also auch hier 4 Punkte. Zuladung 454 Kilo. Wenn ich den als 4-Sitzer nehme, dann passt das. Er hat natürlich in der Mitte noch einen Sitz, aber ich rechne immer pro Person 100 Kilo. Das würde also gerade auch noch so hinhauen. Gibt auch 4 Punkte. Eine Anhängelast von 1,4 Tonnen, ja, rockt jetzt nicht. Ne? Aber es ist ja auch ein kleiner Kompakter, von daher wird das wahrscheinlich auch in Ordnung sein. Also das Ganze 4 Punkte. Jan-Faktor im Ganzen auch 4 Punkte. Ne, finde ich geil, ich würde den nehmen. Also ich würde natürlich den Pro-Seat nehmen, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber wenn der Pro-Seat aus wäre, dann würde ich auch den Seat GT nehmen. Ja. Gut, Verbrauch. 1 Punkt. Was soll ich denn da sagen? Pass auf, ich bin 1000 Kilometer gut mit dem Fahrzeug gefahren und komme auf einen Durchschnittsverbrauch von 10,9 Liter. Der NEFZ-Verbrauch liegt bei 6,8. WLTP gibt Kia nicht an. Ich bin also 38%. Ich habe mir jetzt meine Anwendung umgeschrieben, dass die mir das direkt ausrechnet, damit ich nicht immer hier stehe und so im Kopf versuche, irgendwas zu errechnen. Also 38% über dem NEFZ-Verbrauch bin ich mit den 10,9 Litern und ich kann euch sagen, ich bin nicht geheim. Heizt, ne? Also das kann ich gar nicht. Ich war zum Beispiel in Hannover-Bielefeld, über die Hälfte der Strecke ist 120. Da kannst du nicht mehr heizen, das ist einfach nicht mehr drin. Ne? Und das heißt also von 200 Kilometern bin ich über 100 Kilometer 120 oder vielleicht ein Tucken drüber gewesen. Und von daher diese 1000 Kilometer, das war halt nicht Karacho.
vielleicht 300 davon. Das heißt, es bleiben immer noch 700 Schonkilometer. Und dafür dann fast 11 Liter, das ist schon ein Kavemsmann. Ne? Ich bin hier Bilsterberg, die Runde zum Bilsterberg bin ich andächtig gefahren. Also ihr wisst ja, was ich immer mache, ich fahre ich auch ein bisschen ruhiger die Strecke einmal, um so einen effizienten Verbrauchswert hinzukriegen, der nicht vollkommen spaßbefreit ist. Ich glaube, das sollte ich mir schützen lassen. Einen effizienten Verbrauchswert, der nicht vollkommen spaßbefreit ist. Ja, hört sich ganz gut an. Jedenfalls war ich da bei 8,8 Liter. Auch da bin ich noch über 23% drüber. Ich kann da nur einen Punkt geben. Fertig. Fahrkomfort, Sitze, Fahrwerk. Es ist, wie gesagt, ein sportlich abgestimmtes Auto, was aber eine ganze Menge Restkomfort hat. Die Sitze sind genauso sportlich. Ne? Ich setze mich da rein, ich sitze da auch drin, sofort wie angegossen. Also die passen für mich, die Sitze. Jetzt hätte Kia gesagt, Jan, wir brauchen neue Sitze für den Sheet GT. Komm mal her, mach mal so ein Formstück. Ne? Und für mich passen die wirklich ideal, finde ich komfortabel, bieten trotzdem super Seitenhalt und schützen sowohl lange Fahrten als auch sportliches Fahren. Im Ganzen sind das dann zusammen 4 Punkte für mich. Geräuschniveau. Ja, ich finde, das Auto ist nicht wirklich laut, aber was ich eingangs schon sagte, was mich wirklich stört. Wir haben hier hinten eine Sportauspuffanlage und die wird nie richtig still. Also ich habe ja 2 Fahrprogramme, Sport und Normal, und gefühlt tut sich da hauptsächlich was mit der Klappensteuerung vom Fahrzeug, also von der Auspuffanlage. In Sport wird er laut. Wenn ich in Normal gehe, wird er aber nicht leise, dann wird er immer noch so halblaut. Also wir hatten ja eigentlich vereinbart, die Wolke zieht durch, es wird hell und es hört auf zu regnen. Petrus. Nicht? Wäre schon irgendwie nett. Ich werde nämlich ganz schön nass und ich bin auch noch krank. Verstehst du? Ich nehme hier gerade was auf. Bitte. Na, schauen wir mal. Manchmal kommt man mit Freundlichkeit ja auch weiter. Geräuschniveau. 3 Punkte gebe ich dafür, weil es mich einfach nervt. Also das Ding ist, ich bin mit einem Audi A7 oder mit dem Audi A7, den ihr jetzt wahrscheinlich auch schon gesehen habt, bin ich nach Frankfurt gefahren, habe den da abgestellt, habe den Kia mitgenommen und bin mit dem Kia weiter nach Frankfurt gefahren, nach Mannheim gefahren. Von Frankfurt nach Mannheim eine Stunde habe ich fast gebraucht, weil ich auch überall im Stau stand und ich war mega angenervt. Ne? Das Auto war laut, es war ein Handschalter, ich musste alles selber machen. Das war kein guter Start für uns beiden. Auf dem Rückweg dann aber von Frankfurt, also Mannheim, Frankfurt, Frankfurt, Bielefeld, sind wir beide gute Freunde geworden, weil wir sehr viel Spaß hatten. Und wenn du den Spaßfaktor mit einrechnest, dann stört dich vielleicht auch die Lautstärke nicht. Aber ich bin ja jemand, ich fahre nun mal halt richtig viel am Ende des Tages. Ne? Also ich glaube, ich mache im Monat meine 2.000, 3.000 Kilometer. Und das finde ich schon ziemlich viel. Wahrscheinlich sind es eher 4, 5. Ich will es auch gar nicht so genau wissen. Und der Sack und Asche ist das am Gallern. Ich muss einmal gucken, die Kamera steht jetzt eigentlich noch im Trocknen. Das wird ja hier eine lustige Geschichte, ne? Ne, die wird nass. Aber die Linse sieht noch gut aus. Ja. Jedenfalls 3 Punkte, weil es mir einfach zu laut ist auf Dauer. Das ist zwar sportlich laut, aber das ist dennoch laut und man kann es nicht leise machen und das finde ich doof. Ergonomie mittlerweile bei Kia alles gelernt. Die Knöpfe alle irgendwie schön da, wo sie hingehören, auch mit Verstand ansortiert. Nicht irgendwie huch, da machen wir hier nochmal einen hin oder da nochmal einen. Das ist mir 4 Punkte wert. Und dann sind wir bei den Assistenzsystemen. Da habe ich 3. Weil kein adaptiver Tempomat dabei ist. Das ist für mich wirklich ein ganz klarer Punkt. Das ganze Paket, was sie drin haben, ist ein 4-Punkte-Paket, aber ohne adaptiven Tempomaten. Und jetzt kann man sagen, ja, aber ist doch ein Handschalter, ist mir egal. Also trotzdem, auch mit einem Handschalter kannst du einen adaptiven Tempomaten machen. Der kann ja meinetwegen ausgehen, wenn du von der Drehzahl da irgendwie was machst. Aber ey, ich weiß doch, wie ich fahre. Und gerade der 6. Gang hier, der ist ja flexibel bis zum geht nicht mehr. Kannst ja bei 60 einen 6. schalten quasi und dann hoch bis 230. Das macht ja alles mit. Da kannst du auch einen adaptiven Tempomaten anbieten. Und ein Auto ohne adaptiven Tempomaten würde ich persönlich mir nicht mehr kaufen. Fertig. Ja. Und die restlichen hier, ne, Spurhalte geht so, Totwinkel okay, Verkehrszeichen okay, Tempomat Single, nee, das wird auch jetzt hier ab sofort härter bestraft, was die Punkte angeht.
Was heißt bestraft? Ich meine, 3 Punkte ist ja nichts Schlechtes. Ich werde nass, es ist eklig. Bedienung, Infotainment-System, ich weiß gar nicht, was ich da gesagt habe. Ich gebe da mal so zwischen 3 und 4 Punkten, je nachdem. Eigentlich finde ich das Neue, das UVO, besser. Das gibt es ja jetzt aber auch in dem Auto demnächst. Darum gibt es hier nochmal Mercy 4 Punkte. Und die Boxen kriegen bei mir ebenfalls 4 Punkte. Das ist ja das JBL-System. Das ist jetzt nicht mega endgeil, aber das ist schon ein kompaktes Fahrzeug, schon mal gut. Bose-System von Mazda zum Beispiel fand ich besser als das hier, das JBL im Kia, aber das ist auch in Ordnung. Ich werde richtig nass. Das nervt mich auch mittlerweile. Ja gut, und dann haben wir den Airbag vorne, den muss ich mit dem Schlüssel deaktivieren. Da habe ich das klitzekleine Problem, dass ich vorne gar keine Isofix-Halterung habe. Finde ich so ein bisschen schade, das könnte man ja machen. Hinten die Fenster haben einen Einklemmschutz, aber für die Kinder hinten irgendwie eine Ausstattung, eine familienfreundliche Ausstattung hat das Fahrzeug halt nicht. Heißt in Punkten ausgedrückt 4, 4, 2. Das war's. Das war meine Videokaufberatung. Und ich mache mit euch jede Wette, wenn ich jetzt alles eingepackt habe hier am Bilsterberg um 18.52 Uhr, dann wird es aufhören zu regnen und wahrscheinlich die Sonne nochmal rauskommen. Und ich habe jetzt hier so ein verregnetes Video und eine ganz nasse Jacke. Und ich verabschiede mich jetzt von euch. Bin sehr gespannt, ob ihr mir noch den einen oder anderen Kommentar da lasst zu meinen Gedanken und Überlegungen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich freue mich auch wie immer über einen Daumen nach oben, ein Like. Verabschiede mich jetzt aber an dieser Stelle wie immer und sage Tschüssikowski. Nein, tschüss, bis dann, euer Jan.